In dieser DJ-Q&A-Folge haben wir eine Anfrage bekommen, wie kann man sein DJ-Equipment zum einen sauber halten und wie kann man es sauber machen am besten, ja, wenn es verstaubt ist, verschmutzt ist. Wir haben euch da ein paar Möglichkeiten, Tipps und Tricks mitgebracht, die zeigen wir euch jetzt eben gleich. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts und wir sehen uns gleich nach dem Intro. Also wir haben die Frage bekommen, könnt ihr eventuell einen Beitrag darüber machen, wie man sein DJ-Equipment vernünftig auseinanderschraubt, um es sauber zu machen, ohne dass was kaputt geht. Bei mir staubt alles leider schon nach 2 Tagen wieder voll. Also zum einen natürlich die Empfehlung, da vielleicht mal irgendwie Staub zu wischen oder ordentlich durchzulüften oder irgendwelche Teppiche vielleicht aus dem Zimmer zu schmeißen, die da so viel Staub produzieren, das ist natürlich schon enorm alle 2 Tage. Wir weiten jetzt die Antwort eben, wie im Intro versprochen, auch noch ein bisschen aus, ja, dass es jetzt nicht nur um dieses Aufschrauben geht, sondern allgemein, wie halte ich mein Equipment sauber und wenn es eben schmutzig geworden ist, wie mache ich es wieder sauber? Als allererstes mal die ganz dringende Bitte und Empfehlung. Wenn alles läuft, dann Finger weg. Ja, never change a winning team, so nach dem Motto, das könnte nur verlieren, ja, also wenn alles läuft, dann passt es auch, ja, und wenn da ein paar Flecken drauf sind oder eben ein bisschen Staub drüber ist oder auch ihr euer Equipment schon mehrere Jahre habt und davon ausgeht, dass wahrscheinlich im Innern von Mixer oder so einiges an Staub rumfliegt, trotzdem Finger weg, weil wenn alles passt, dann läuft, ja, dann passt doch alles, ja, alles in Ordnung, gar nicht erst anfassen. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas kaputt geht, wenn ihr das aufschraubt, ja, und dann rummacht an den Kabeln, rumwischt und aussaugt und Druckluft, dass da irgendwas passiert, ist viel, viel höher, als dass ihr einfach nichts macht und es so lasst. Gut, wenn ihr im Prinzip euer Equipment generell vor Schmutz im Alltag schützen möchtet, dann könnt ihr zum einen Decksaver benutzen. Ja, das sind diese schönen Art Abdeckkappen, die man über sein Equipment drüber legen kann, die auch im Prinzip direkt zu eurem Equipment passen, ja, und deswegen sind die Vertiefungen von den Drehpotentiometern, Fadern und so weiter, das passt alles, ja, dass es eben, ja, eine schöne Haube ist. Alternativ könnt ihr euer Equipment natürlich auch in Taschen oder Cases packen, wobei es da natürlich nervig ist, wenn ihr euer Equipment halt immer aufgebaut haben wollt, daheim oder auch im Club, wo auch immer, dann müsstet ihr ja immer wieder abstöpseln von den Kabeln und wieder immer aufbauen und abbauen, aufbauen, abbauen, das ist natürlich scheiße. Deswegen ein Decksaver auf jeden Fall eine coole Sache, gibt es für praktisch jedes Equipment, ja, passt wie gesagt haargenau auf die Oberfläche, auf dieses spezifische Gerät drauf und dann seid ihr safe. Da gibt es sogar ein Video, wo sich mal einer auf so einen Decksaver drauf stellt mit seinem ganzen Gewicht, ja, und selbst dann halten die Dinger immer noch stand. Das passt auf jeden Fall. Und was ihr machen könnt, ja, wenn ihr immer mal wieder im Alltag irgendwie euer Equipment entstauben wollt oder sind vielleicht ein paar Spritzer drauf, alles kein riesen Ding, aber ihr wollt es einfach sauber halten, dann könnt ihr ein fusselfreies Tuch nehmen oder einen nebelfeuchten Lappen. Ja. Nebelfeucht heißt, es ist wirklich nur leicht, leicht, leicht feucht. Ja. Das heißt, ihr macht es einfach mal unter den Wasserhahn und bringt es wirklich richtig gut aus und legt es vielleicht am besten nochmal kurz irgendwo hin, dass es nochmal ein bisschen weiter trocknet. Ja, und dann geht ihr erst drüber. Und fusselfreies Tuch vor allem insofern, dass es ja wenig Sinn macht, wenn ihr euer Equipment von Fusseln befreien wollt und dann mit einem Tuch darüber geht, das haufenweise Fusseln wieder da lässt. Selbst erklären, aber einfach dran denken. Ja, alternativ könnt ihr natürlich auch ein Tuch, ja, eben oben drüber legen. Das heißt, wenn ihr eben ein sehr großes fusselfreies Tuch habt, dann könnt ihr euer Equipment natürlich auch einfach damit abdecken. Und dann seid ihr natürlich genauso safe. Ja, muss man jetzt halt schauen, ob dann vielleicht mehrere Tücher über die jeweiligen Geräte oder ein großes über das gesamte Setup. Je nachdem, aber das ist natürlich auch sehr pflegeleicht und vor allem auch sehr günstig, weil gerade so Decksaver, Taschen und Cases, die können ja schon mal ins Geld gehen. Ja, wenn ihr mal aufschrauben müsst, ja, sei es jetzt eben Mixer, CD-Player und so weiter, das ist ja grundsätzlich möglich, ja, die Schrauben sind jetzt auch nicht besonders versteckt. Das ist jetzt auch keine Rocket Science, aber es ist eben trotzdem hier nochmal keine Empfehlung, insofern alles läuft.
ihr könnt es machen, ja, wenn ihr es unbedingt machen wollt und wenn vielleicht mal irgendwas nicht ganz stimmt und ihr wollt mal nachschauen, ob vielleicht irgendwo ein Kabellose ist oder zum Beispiel ein Getränk ist umgeflogen und ist euch in die Lüftungsschlitze vom Mixer reingelaufen, dann kann es natürlich schon Sinn machen, dass ihr da mal genauer nachschaut, ja, je nachdem, wenn es jetzt kein Getränk ist, sondern einfach nur um Fusseln oder sowas geht oder wenn ihr es halt aufgemacht habt, um zu gucken, ob irgendwie alles passt und dann seht ihr halt, okay, da ist auch noch ein Haufen Staub, am besten Druckluft, ja, macht es halt dann vielleicht irgendwie draußen, dass es nicht der ganze Staub dann von drinnen irgendwie im Raum fliegt. Und auch hier wieder, wie außen auch innen, fusselfreies Tuch oder nebelfeuchter Lappen. Es gibt ja so ein schönes, lustiges Video, wo jemand mit einem Gartenschlauch CDJs abspritzt. Das geht ja immer wieder viral. Also das empfehlen wir euch logischerweise nicht. Naja, also die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding danach noch anspringt, geht wahrscheinlich gegen null. Gut. Wenn ihr empfindlicheres Equipment habt, wie MIDIs, ja, so ein All-in-One komplett MIDI, das ja sehr kompakt alles zusammen ist, ja, oder auch so ein Standalone-Player, ähnlich wie so ein großes MIDI, oder auch Audio-Interfaces, lasst da lieber die Finger davon. Das sind einfach sehr, sehr empfindliche Geräte und das ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen komplexer, an denen rumzuschrauben, als dass man einfach so mal irgendwie die Oberplatte oder so von so einem Mixer abnimmt. Kommt sowieso immer aufs Gerät drauf an, ja, ist jetzt relativ allgemein hier gehalten, ja. Aber seid da auf jeden Fall vorsichtig und gebt es dann lieber einem Profi, wenn was ist. Weil wenn sowieso alles in Ordnung ist, dann sowieso Finger weg. Da tut ihr euch keinen Gefallen damit. Genau, deswegen sorgt lieber von vornherein dafür, dass es gar nicht erst schmutzig wird. Ja, Decksaver, fusselfreies Tuch, Taschencases, irgendwas. Bastelt euch da was, vielleicht auch irgendeine andere Abdeckung, was ihr drauflegen könnt, weil dann wird es erst gar nicht dreckig. Und sowieso auch immer Getränke weg vom DJ-Pult. Der Tisch, auf dem euer ganzes Equipment steht, bleibt komplett getränkefrei. Egal, ob es Flaschen sind, Gläser, sonst was. Und auch wenn dann noch 2 Quadratmeter um euch rum Platz sind, da sollen keine Getränke stehen. Weil wenn einmal was umfliegt, ihr wisst ja selber, das fließt dann auch gerne mal und fliegt, ja, einfach noch weit. Und dann landet es doch wieder auf dem Equipment. Deswegen von vornherein sowieso immer, ne, wenn man es eine Zeit lang macht, dann entwickelt man da schon so wie eine kleine Phobie. Wenn irgendjemand ein Getränk in eure Nähe kommt, dann beim DJ-Pult direkt, nein, sorry. Und dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Ich habe dir hier spaßeshalber jetzt schon mal so einen Decksaver bei Amazon rausgesucht. Ja, ihr seht, wie gesagt, die passen immer direkt auf die Geräte drauf. Und der Link ist unten. Im Profil könnt ihr draufklicken. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du eine Frage hast für das nächste DJ Q&A, dann lass sie uns in den Kommentaren da. Und dann gehen wir genau darauf ein. Und noch mehr. Ja, wir versuchen ja immer hier noch ein bisschen über das Thema hinaus Content zu liefern. Und ja, dann hoffen wir eben, dass wir zeitnah deine Frage beantworten können. Die Präsentation dieser DJ Q&A Folge als auch die der letzten, ja, das ist eine große Datei, kannst du dir wie immer kostenlos hier unter dem Video sichern und direkt downloaden. Dann hast du die Infos immer offline bei dir auf dem PC. Und in diesem Sinne bleibt mir wie immer nichts mehr zu sagen, außer Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Patrick von Auflegen mit Erfolg.